Moin Leute und willkommen zum nächsten Workout. Wie gestern schon angekündigt, wollen wir heute ein bisschen in die Regeneration gehen. Wir werden uns dehnen, stretchen und wie immer, ich mache den Timer an. 45 Sekunden on, 15 Sekunden Pause, 10 Übungen, auf geht's. So, 8 Sekunden. Die erste Übung, seitlich rein, Arm rausstrecken und richtig schön reindehnen. Das solltet ihr schön im Gesäß merken, aber auch hinten im Rücken. Regeneration ist ganz wichtig, natürlich nicht nur dehnen und stretchen, sondern auch der Schlaf vor allem. Von der Ernährung wollen wir natürlich noch nicht sprechen, die ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Part. Aber Schlaf ist super wichtig, dass ihr den einhaltet, 7 bis 8 Stunden. Jeder Körper ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was er braucht. Aber gönnt es ihm. Wir haben noch 5 Sekunden. Und ja, Wechsel, Kurzpause. Das Mikro mal hier ein bisschen zur Seite legen. Ich hoffe, ihr versteht mich. 5 Sekunden geht es weiter. Wir gehen in die andere Seite und stretchen wieder schön 45 Sekunden. Schön durchatmen. Bein mit der Hand etwas ranziehen. Deswegen nicht so oft geguckt. Noch 5 Sekunden. Puh. 15 Sekunden Pause. Beim Stretchen und Dehnen bin ich vielleicht ein gutes Vorbild, was Motivation angeht. Aber von der Ausführung bzw. von dem Stretch-Level geht es definitiv besser. Ist eine Sache, woran ich arbeiten muss. Und wir setzen uns gerade hin und gehen so weit wie möglich nach vorne, ziehen die Fußspitzen an. Bei mir geht dadurch mein jahrelanges Fußballtraining, sind natürlich auch ein paar Ausreden jetzt, kann man immer mehr dran arbeiten, aber ist die Beinmuskulatur auf jeden Fall sehr verkürzt und dementsprechend bin ich nicht ganz so stretchig. Ich sollte das hier in der Unterseite ordentlich merken. Noch 5 Sekunden. Puh. 15 Sekunden Pause. Puh. Jetzt etwas für die Wirbelsäule, dass das wirklich auch sehr, sehr angenehm ist. Besten natürlich, wenn ihr eine Matte habt. Beine anziehen und wirklich richtig schön durchrollen. Schön jeden Wirbel mitnehmen. Puh. 20 Sekunden sind geschafft. Sekunden noch und Pause. Macht euch gerne mal zwischendurch richtig schön lang, strecken, durchatmen. Und das Bein schön anwinkeln, das andere Bein ranziehen. Es geht schön auf den Po, auf den Bobbes. Das ist die 5. Übung. Wir machen auch hier 10 Minuten.
Schön durchatmen. Und 15 Sekunden Pause und dann wechseln wir. In 5 Sekunden geht's weiter. Super, dass ihr bis hierhin schon durchgehalten habt. Siebtes Workout, 31 haben wir. Macht es zu eurer Routine, dass auch selbst nach den monatlichen, nach dem Monatsworkout, Monatsplan, ihr weiter motiviert seid, an eurem Mindset, Geist und Körper vor allem zu arbeiten. Gesundheit ist nichts, was man über in einen Zeitraum beschränkt, sondern Gesundheit sollte man sich jeden Tag, wenn möglich, geben. Und macht es zu eurer Routine, gerade wenn ihr merkt, dass es euch gut tut. Das dauert am Anfang immer ein bisschen, vielleicht ist auch der eine oder andere Muskelkater dabei. Vielleicht ist es die Demotivation, Pause. Aber es wird euch über den Zeitraum gesehen sehr gut tun. Wir gehen jetzt ein bisschen in den Oberkörper und weiter geht's. Armflügel rüberziehen. Genießt es, 20 Sekunden sind um. Fünf Sekunden noch. Und Pause bzw. Wechsel. Und wir gehen auf die andere Seite. Das ist die achte Übung. Zwei noch danach. Puh. 20 Sekunden sind geschafft. Kurz ausschütteln. Wir gehen nochmal wieder in die Beine mit der nächsten Übung, die euch ja auch eingeblendet wird. So, ziehen das eine Bein ran. Ihr seht, bei mir sieht das ein bisschen schief aus. Wie gesagt, die Muskeln verkürzt, versucht gerade zu werden. Sekunden sind um. Fünf Sekunden noch. Und Pause. Wir gehen in die letzte Übung, beziehungsweise wechseln die Seite und dann haben wir das siebte Workout schon hinter uns. Morgen geht es natürlich weiter. Bleibt in der Routine. Ich finde, gerade nach dem Stretchen hat man so ein Glücksfreiheitsgefühl. Irgendwie ist es irgendwie Frieden in jeder Muskulatur, bei mir jedenfalls. Ich hoffe, bei euch fühlt es sich genauso an. Es ist einfach, es tut einem richtig gut, wenn man das einhält.
5 Sekunden noch. Und geschafft. Das war das Stretching Workout. Wir sehen uns zum nächsten Mal.